Wie geht es? Rein! Neues Spiel. Oh ja. Ich bin gespannt. Es war einst ein kleiner Sommerabend. Ein kleiner Winterabend. Kurz vor Heiligabend. Oh, das ist aber schön hier. Ach, wer ruft denn jetzt schon wieder an, Homer? Das ist bestimmt die Jora. Das ist die Jora, Homer. Die hat bestimmt den Braten vergessen. Ja, lass es runterfallen, Homer. Guck mal. Ist es nicht push? Ach, das ist ja wunderherrlich. Ne? Druckelt wieder ein bisschen, ne? Das ist halt die Kraka, was soll ich sagen, ne? Es wird Zeit für eine neue, ne? Oh, ein bisschen runter hier, die Schinken. Jawohl, Homer, jawohl. Anwenden. Super, toll, Homer. So, wer ist denn da am Dülle? Sag mal, jetzt ist er bei gut hier. Wer ist denn? Joyce. Hi, handsome. What have you been up to while your better half wasn't around? Hey, Joyce. Ach, hauptsächlich Papierkram und TV-Serien. Du kennst mich doch, Joyce. Jeden Tag in vollen Zügen genießen, ne? Wenn du verstehst, was ich meine, ne? Komm, die Jude. Hey. Ach ja, hauptsächlich Papier. Der kreist herum. Na, guck, er macht jetzt auch den Armdancer, ne? Die Joyce ruft an, er macht das Chicken. Was sagen wir den Joyce denn jetzt, wenn das Chicken herumfliegt, schau mal. Es geht los, ja, meine Damen und Herren. Danke für den Sound. Was sagen wir denn jetzt? Hey, Joyce. Ach, hauptsächlich Papierkram mit TV-Serien, nicht wahr? I'm warning you, Mark, if you watch the third season of Dark Vengeance, die dunkle Rache ohne mich zu erinnern. Das ist Schleichwerbung. Die dunkle Rache? I took a bunch of pics, just like you asked. Let me send you one right now. What do you want to see? Verhandlungen sind vorbei, okay. Ist sie Richterin oder juristische Fachangestellte? Der Foto in den Bergen, ein toller Swimmingpool. Selbstverständlich will ich den Pool sehen. Oh, ist das wirklich mit Entscheidung? Ja, also logischerweise müssen wir uns entscheiden. Aber ich meine, so hat es dann du weißt, was ich meine. Hier, ich kann nicht mehr reden heute, Kinder. Ich bin so durch. Einfluss. Hat es dann Einfluss auf die Story? Komm, Foto in den Bergen. Let's go. The weather was amazing. There was almost no wind. Okay. It was a perfect time for snowboarding. Ja. It's too bad that negotiations took so long. Okay. Außerdem, Dankeschön. Danke. Da ist sie. Guck mal, da ist der Joyce. Guck mal, Dennis, ist auch was für dich, oder? I know that you don't like meeting new people, but I'm worried about you, Mark. I'm pretty much the only person you talk to. It's Christmas Eve and no one's even congratulated you yet. Gar nicht wahr. Ich habe heute einen Brief bekommen. Oder aber, ich wette dagegen, denn ich habe einen Brief bekommen. Ich weiß nur noch nicht, was drin ist. Alles klar, Joyce mit eingepackt, kein Problem. Gar nicht wahr. Ich finde das irgendwie witziger. That's so cool. Open it up and tell me what's inside. It's near the entrance, right? Ja, wer wohl geschrieben hat, war das die Mutti. Ne? Räum mal dein Zimmer auf, ne? Hat so Notizinsalate. Was wohl mit Umschlag ist, das geht dich gar nichts an, Joyce. Du bist ziemlich neugierig, würde ich mal so sagen, ne? Fräulein. Geht so nicht. Nee, Quatsch. Ja, wo ist denn der. Scheiße, jetzt muss ich dir vorlesen, was da auf dem Brief steht. Hallo? You keep your mail at the front door, right? Ja, ich halt doch mal die Luft an, Mensch. Ich muss da mal. Ich kenne das zu Hause nicht, Mama. Ich muss erst mal gucken hier. Wo haben wir Licht? Ich geh erst mal baden, ey. So. Kann die Joyce lange warten, Mama. Nee, Quatsch. You've lost the letter, haven't you? Nein, ich habe ihn nicht verlegt.
Kann ich mir die Schnauze halten? Entschuldigung, aber es ist ja anstrengend. Mein Gott, ich war kacken. Lass mich doch mal kurz. Was ist denn mit dieser Frau? Du kannst nichts mehr, kannst nichts mehr. Jo, Helix Blechle. Wo ist denn der Brief, du? Oh, guck mal da, da ist er. Happy. Oh, Brief. Woher hat sie meine neue Adresse hier? Ah ja. I think it's in plain sight. It's probably Liebling. Liebling. Du fehlst mir so sehr. Es ist wirklich schade, wie es zwischen uns ausging. Ich bin bereit, uns eine zweite Chance zu geben. Und ja, vielleicht hab ein paar Dummheiten. Vielleicht hab ein paar Dummheiten, aber das wird sich nicht wiederholen. Großes Ehrenwort, Brudi. Lass uns alles gemeinsam besprechen. Okay. Entschuldigung, irgendetwas vom Finanzamt. Es ist eine Postkarte von meinen Eltern. Ein Glückwunschkarte zu meiner. Wieso sollte ich sie anlügen? Nö. That's so nice. I thought you stopped communicating with them. It's so good that I was. Glück habe ich nicht gehört. Was hast du denn? About communication. Please go up to your bedroom window. Sie haben gelogen, Joyce freut sich. Ich hab nicht gelogen! Ich hab nicht gelogen! Ich hab auf E gedrückt! Es ist beides eine Lüge. Was ist denn das für ein. Was ist denn das für eine Rotze? Man lügt nicht. Ach, das ist doch. Nö. You won't see anything from the first floor. Go upstairs and. Woher weiß sie genau, wie unsere Aufteilung ist? Mädel, du machst mir Angst. Hör auf. Ja. Weihnachtsbaum. Ah. Jetzt wäre es gestern gewesen, ne? Genau. So, was haben wir denn hier noch? Können wir nicht einfach auflegen und zurückrufen? Das ist super. Did you lose your bedroom? I mean, woher weiß sie, dass ich mich verlaufen habe? Es ist so creepy. Mädel, lass mich doch mal kurz. Was ist denn mit dieser Frau? Is this a hint that you already want to move in with me? How clever of you. Joyce, du bist gar nicht creepy oder so. Ich will einfach nur mal kurz in mein Haus ein paar Schritte gehen. Ruhig mal in deinem Leib. Jo, kann man abziehen? Schade, das wäre jetzt schön gewesen am Telefon. So. Ja. Your bedroom window. You need to go there. I'm waiting. Oh. Also. Worauf wartet sie denn jetzt? Also. Ich meine. Also. Was soll ich tun? Was willst du von mir? Joyce. Ich bin auf mein Schlafzimmer, aber. Ich bin ready. Was ist los mit dir? Da ist sie. Sieht aus, als würde meine Freundin bei sich zu Hause Lichtspielchen treiben. Du bist angekommen. Warum hast du dich nicht angerufen? Ich hätte dich doch vom Flughafen abholen können. Nee, mach mal diesen. Your girlfriend doesn't mess around with lights. She subtly hints to her obtuse boyfriend that she returned from the Alps. Now, on to the second part of my surprise. But first... Show me your best. Ich bin total im Fässer Schlaunauer. Vielleicht soll ich gleich zu dir, huh? Hold on a second. No, 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 Mr. Grinch. Show me your Christmas spirit first. You had sparklers in your closet, didn't you? Right in front of this window. Wieso kann ich nicht einfach zu dir kommen und wir machen zusammen diese Wunderkerzen an und machen auch andere Wunderkerzen, Mädel? Was ist denn los mit dir, Homer? I'm sorry, I didn't come to your home right away, but I had to prepare something. Yeah, yeah, see yeah. See yourself soon. Okay. Yeah. Hello. So, was ist jetzt hier? Gibt es hier irgendwas? Wo sind die Wunderkerzen? Genas, da sind sie. You didn't fall asleep there. If you find the sparklers, light one of them up by the bedroom window so I can see it. Ja, ich zünd's an, Hammer. Gleich das ganze Haus abgebrannt. Ja. There it is. Now I can feel the Christmas spirit.
All right, here's the second part of the surprise. Do you remember that French wine you wanted to buy? Oh. Till you saw the price tag? Today, we'll try it out. Krass. I also got some fireworks. So take your sparklers and come over. Let's celebrate Christmas together. By the way, I brought you a present. Did you get me something too? Oh, was soll ich dir denn jetzt sagen, Kines? Haben wir ein Geschenk? Das machen wir cool. Wait, you won't even tell me what kind of gift you prepared? Okay, now I'm interested. Grab it and come over. I'm waiting. The longer you wait, the greater chance so, ich bin dein Geschenk. Take your gift and come see. Ich kann nicht mehr. It's under the tree, so schön. Gut, nehmen wir mal die Pfackel hier mit, wa? Was ist das? Nix. Are you sure that you have a present? Die Schneekugel kannst du dir schenken. Da freut sie sich bestimmt. It's just, well, I thought it was going to be. Muss nicht immer was Großes sein. Was vom Herzen kommt. Das auch nicht nur an Weihnachten, sondern allgemein, Kinos. Oh, 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 er hat ja wirklich ein Geschenk. Ich habe diesen Ehering vor einem Monat gekauft und es hieß, aber fand noch keine Gelegenheit für einen Antrag, würde sie ja sagen. Vor allem an Weihnachten. Nun. Ja, ich bin unterwegs. Ich komme rüber. Ich hoffe, du hast Kekse da. It's time for a walk. Errungenschaft freigeschaltet. Nun! Hallo? Das ist nicht richtig, das Haus war eben da. Das ist irreführend. Das ist. Nee. Nee, es passiert jetzt was. Nein. Ich möchte das nicht. Inos, das ist nicht lustig. Ich hab Licht. Das ist doch nicht ihr Haus. Oh, das sind immer Rechnungen, die das stimmt was nicht. Das ist doch leergeräumt, oder? Nee. Ja, können wir die Tür zumachen? Zieht ein bisschen hier. Danke. Nun. Hallo, ich bin da. Ich bin ready. Hallo? Toys? Lalala. Da. Willkommen in der Hölle. Spaß. Hallo? Was ist denn hier passiert? Joyce? Bist du das? Joyce? Okay. Joyce? Ui. Joyce? Where are you? Did you sink into the snow? Hurry up, I'm getting tired of waiting. Ich bin schon im Haus, aber ich sehe dich nirgends. What does inside your house mean? I'm standing at the door and I didn't see you come in. Hey, Santa, it looks like you broke into the wrong house. Get out of there before you get. Scheiße, Mann. Immer diese Kackorientierungssinn. Ich hab jetzt gesagt, Mutti. Ich schaff nicht. Hallo? Das ist bestimmt der böse Onkel, Nachbar. Hallo? Hallo? Entschuldigen Sie bitte. Nun. Hier sind die Wunderkerze. Wunderschön. Entschuldigung.
Okay. Schön Sie bitte. Kommt sie näher oder bleibt sie da stehen? Die danced. Dance. I'm looking for freedom. Oh, das ist abgesperrt. Oh, leck mich doch am Zückerli, die will mich vernaschen. Das ist bestimmt so eine alte wilde Hilde, du. Lass mich hier drüben. Ich will zu meiner Freundin hoch. Die Postkarte habe ich doch schon mal gesehen. Tut mir leid, aber ich schaff's nicht bis Weihnachten zurück, dämische Arbeit. Feier bitte ohne mich. Okay. Und wir haben nicht so viele Wunderkerzen. Da ist noch eine. Jawohl. Wunderkerzen sind der Shit. Okay. Kann ich nichts machen? What's happening, Crazies? What's happening? Ich habe eine Tür gehört. Hello again. Sagt er einfach nur hello again. Hello again. Das ist nicht die Handschrift von Joyce. Irgendwer hat mich hier erwartet. Alles wird heute passieren. Es wird unser perfekter Festtag. Er ist bald da, also muss ich mich vorbereiten. Kleid, ja, Weihnachtsbaum, ja. Festtagsschmuck, Feuerwerk, der Ring. Oh mein Gott, er darf nicht entkommen. Er ist bereits hier. Von den Schnuppern. Hallo? Honey, are you there? Weg mich am Arsch. Was ist das für eine Psycho, Alter? Die wilde Hilde. Ich sag's immer wieder. Hilde? Da zappelt sie. Guck mal. Die Kids. I see. Nee, du siehst mich nicht. Du siehst mich nicht. Hau ab. Hau ab, du stinkst am Matthias. Nee, Köfte spielst. Nee, lass mich hoch. Nee, geh weg. Kannst du mich nicht sehen? Du alte Hexe. Hi. Ich glaube, die hat was getrunken. Ich glaube, die ist nicht ganz bei Trost. Hallo? Nun, okay. Sie sieht ein bisschen anders aus als Joyce. Aber nur so ein bisschen. What's happening? Ich möchte das nicht, aber das ist ja... Ich glaube, sie hängt in der Wand drin. Das klingt so ein bisschen so. Geht sie da ums Eck fest oder was? Ich bin verwirrt. Ist sie jetzt noch da oder nicht? Ach, scheiß drauf. Komm. Raus. Muss ja ein bisschen spannend machen, wa? Hi. Tschüss.
Alte Kacke. Oh, Scheiße. Nun. Okay. Du alte Kacksau. Mark, stop scaring me. I know that you're here. I found the Christmas tree that you knocked over. And why did you take off its decorations? Do you even know how long it took me to decorate it? Ich war das nicht. Das war ich nicht so. Hör mir zu. Man hat mich hier eingesperrt. What do you mean it wasn't you? Then who's walking around my house? Mark, seriously, don't scare me like that. What's going on? Du wirst mir nicht glauben, Joyce, aber ich glaube, ich halluziniere. Der Korridor ist gerade größer geworden. Ich verstehe nicht, was hier passiert. Mark, have you been drinking? If this is some stupid prank, I... Ich glaube uns eh nicht. Wait. I heard something. Mark? Is that you? Nein. Sie glaubt ihnen nicht. Jetzt glaubt ihnen doch so oder so nicht. Komm. Na super. Und jetzt ist er död. Schreckt mich doch aus. Erschreckt mich. Natürlich hat es gesnaggelt. So will Hilde. Jetzt reicht's mal. Die Hilde. Die holen wir jetzt. Das reicht mir jetzt. Hilde, wo ist es? Jetzt sind wir wieder back, oder was? Was ist denn das? Was ist denn hier los? Hör mal. What's happening? Geschlossen? Hier irgendwas? Oh, jetzt haben wir Streichhölzer. Interessant. Was haben wir hier drin? Ist hier noch etwas? Können wir nichts mitnehmen? Okay. See you soon. Wo muss ich jetzt hin? Auf? Was heißt denn hin aber? Wieder zurück? Oh nö. Oh nö. Ich möchte das nicht. Aber hier geht's ja auch nicht weiter. Was soll ich denn machen? Da muss ich jetzt die Dinge einsetzen, okay. Wo auch immer jetzt die sein mögen. Die aufmachen hier? Nee.
ist unangenehm. Ist es unangenehm, Kenneth? Nee. Sweetie, where are you? Du stinkst. Bin nicht mehr da. Let's celebrate together. Hey, was ist denn das? Hilde, ich glaube, du hast zu viel gesoffen. Du hast schon einiges Intro, sag mal. So wie du los, sag mal. Was ist denn da los, sag mal? Oh, fuck! Problem ist, sie kommt jetzt wieder. Wo ist sie hin? Clown, alter Vater. Was macht die denn da? Wo stand die denn? Ich hab nur so ein gehört. Hä? Wo war die denn da? Die Hilde ist aber auch echt eklig, hör mal. Die Hilde, hör mal. Was hat die denn für ein Problem, hör mal? Dich ärgert, ja. Aber echt, ey. Guck mal, da steht sie. Da steht sie, guck mal. Alter, sie kämmt. Du Camperschwein. Guck mal da im Türrahmen. Die kämmt. Die kämmt. Die kämmt. Was soll das? Ich muss da hinlaufen. Das ist nein. Jetzt schon einen komischen Gang drauf, aber. Ich geh da jetzt raus. Ist mir jetzt egal. Hilde, komm. Die kämmt. Gottes Willen. Hilde? Mann, geh doch jetzt mal, Hilde. Wo ist sie hin, Ted? Wo ist sie hin? Wo ist sie hin? Weiß nicht. What's happening? What's happening, Kenneth? Oh! Die kämmt einfach, ne? Guck sie an! Eins! Hilde, verpiss dich! Hilde! Hey! Hilde!
Hilde, beruhig dich. Hör auf zu zittern. Wenn die Kallen ist, zieh einen Pullover an, hör mal. Muss dich nicht wundern, wenn du Schnupfen kriegst. Hilde. Hm? Ei. Was denn jetzt? Okay, ciao. Mach's gut. Ich will nicht mehr voll sein, geh weg. Ich sag, was jetzt? Geh weg, geh weg, geh weg. Okay, sie hat mich. Ach, sie ist ein Vampir. Sie ist ein Vampir. Die Tür war verriegelt. Sie ist ein Vampir. Also, come on. Hat sie wieder die Kette gespannt? Aber dass sie campt, das ist ja doof. Finde ich nicht in Ordnung. Das ist ja trashig, Junge. Nee, Hilde. So können wir nicht verfahren. Das ist nicht in Ordnung. Nee, Hilde. Schrapnell, hör mal. So, haben wir jetzt hier. Juhu, Kruzifix, da ist er schon wieder, hör mal. Jetzt auch diesmal ohne campen, das wäre super. Sweetie, where are you? Das geht dich gar nichts an, du blöde Kuh. Let's celebrate together. Möchte mit dir überhaupt nicht mehr feiern. Ist einfach wie eine Klette. Aber so eine eklige, weißt du, so eine verranzte, eklige. What's happening? Die campt jetzt eh wieder, ich sag's euch. Ja, hallo, ich bin die Hilde. Hilde. Werft ihr Haar nach hinten. Hilde ist aufgeregt. Hilde läuft gegen die Tür. Ich glaube, die KI ist ein bisschen broken. Hilde? Hilde! Magic, die ist durch die... Achso. Doch nicht. Hildelein, du brauchst nicht traurig sein. Sie schwebt. Du bist der schwere Schwan. Ciao. Ciao, Kakao. Ist doch nicht mehr normal. Die cheatet, die cheatet, die cheatet, die alte cheatet, die alte cheatet. Ich bin am Arsch. Ich hab mich so erschreckt. Oh Gott. Ich hab damit immer auf mich gerechnet. Oh Gott. Ja, Katze beschwert sich auch. Was ist denn hier für eine Hektik hier? Das sagt mal der Hilde, hör mal. Alter Vater. Hallo Findus, ich grüße Sie. Ich gehe mal kurz hier runter. Hallo lieber Chris, ich hoffe dir geht es gut, mein Lieber. Schön, dass du da bist. Wir spielen gerade Crimson Snow. Ist ein kleines Horrorspiel und es geht darum, wir sind ein, wir haben eine Freundin und sie kommt früher nach Hause, so, sie war auf Geschäftsreise sozusagen und sie sagte, ja, willst du Weihnachten feiern, weil wir sind nicht so der Weihnachtsmensch und sie sagt, komm doch mal rüber, nicht? Komm doch mal rüber und dann feiern wir zusammen und jetzt sind wir wohl in einer Parallel oder bei uns eine Halluzination. Ich weiß genau, ob das vielleicht psychisch auch bei ihm ist.
Oder aber wir in einem anderen Haus sind. Wir sind nicht bei unserer Freundin, sondern bei einer komischen Frau und sagt, hey Liebster, komm doch mal zu mir, nicht? Hat sie uns hier, ne? Aber im Endeffekt will die Frau uns verspeisen, aber nicht auf die gute Art. Die hängt jetzt schon wieder da. Ich versuche das jetzt, so lange bis das geht. Hilde! Ich nenne sie die wilde Hilde deswegen, ne? Kinders, was ist das? Wo ist der denn schon wieder? Der hängt da bestimmt da wieder um der Ecke. Edith. Oh, the Mettwurst. Das ist wie bei VZ, der wird auch immer in Häuser gelaufen. Vielleicht, möglich. Ich weiß es nicht. Schön, dass ihr da seid, mein Lieben. Wollen Sie jetzt mal da weggehen? Das ist ja Apollo 13, bist du geschnoppt über. Geht da vorbei? Als ob die jetzt hier kämen. Willst du mich verarschen? Oh, das Spiel mich doch. Du willst mich doch verarschen hier. Hier liegt's Blechle. Immer hat sie hinten gekämmt. Jetzt kämpft sie da. Sag mal, du hast doch einen Arsch offen, hör mal. Die KI ist broken. Was soll ich sagen? Die ist broken. What's happening? Jetzt geht's wieder vorbei. Jetzt geht's. Junge, wir sprinten gleich los. Es ist egal. Wir müssen es ausprobieren. Aber wenn die KI mal da rein gerät, ist es halt ein bisschen schwierig. Es ist fast unmöglich, da vorbeizukommen. Weil es geht ja nun die eine Richtung. Es gibt keine andere. Wenn die ganze Zeit davor stehen, dann denkst du, ja, wie komme ich schnell jetzt vorbei, Homo, ne? Wenn auch gleich ein bisschen Karaoke machen gehen hat. Müssen wir mal gucken, Homo. Könnt ihr schon mal Lieder überlegen? Die teleportiert sich, kann das sein? Teleportiert, ne? Teleportiert hat sie sich. Komm zurück, du klein Stück. Ich sehe gerade meine Fresse. Kinders, jetzt bezahlt ihr immer mit der Hilde, Oma. Die Folge wird wahrscheinlich auf YouTube hochgeladen, ja, das Spiel. Wo kommt sie bitte her? Du kleines Stück Brot. Komm her! Juhu! Hilde! Hilde, mein Schatz! Komm jetzt bei mir bei. Wir gehen auf Schnieschner Schnuppe die Schnupperkurs. Komm! Ja, mein Kind, komm. Du stinkst nach Matthias. Ja. Oh, sie wird schnell, 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 schnell, schnell. Schnell, 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 schnell. Ich weiß nicht, wo. Oh, scheiße. Nein! Nein!
Mm.